Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Diese Legislaturperiode kann in die Geschichtsbücher eingehen als eine Periode, in der wir, nachdem wir den Ausstieg 2011 beschlossen haben, nun auch den finanziellen und den organisatorischen Rahmen für den Ausstieg besprechen. Und insofern ist es gut, dass die KfK zu einem Abschluss gekommen ist in einer sehr, sehr kurzen Zeit, in der wir den finanziellen Rahmen für den Ausstieg setzen, aber dass wir gleichzeitig auch in der Endlagerkommission zu einem guten Ergebnis für den organisatorischen Rahmen gekommen sind. Und lieber Kollege Zebel, ich kann Ihnen sagen, Sie waren Mitglied und DIE LINKE war Mitglied in genau dieser Kommission. Und am Ende des Tages haben Sie sich dem Kommissionsbericht widersetzt. Sie haben dagegen gesprochen, trotz aller Angebote, die wir, Grüne, CDU, SPD, Wissenschaft, Zivilgesellschaft, Ihnen gemacht haben. Und das zeigt doch, dass Sie am Ende eben nicht an einem Konsens interessiert sind, sondern dass Sie am Ende dagegen sind. Demokratie heißt eben auch, Abstriche zu machen von der eigenen absoluten Meinung und sich in den Konsens zu setzen mit anderen demokratischen Parteien. Insofern war es richtig, dass Sie hier nicht dabei waren. Insofern haben wir hier einen guten Beschluss gefasst mit der KfK. Das Bundesverfassungsgericht hat ein Urteil gefasst am 6. Dezember, das genau zur rechten Zeit kommt. Es bestätigt uns in dem Ansinnen, dass der Ausstieg verfassungskonform war. Aber es sagt uns als Gesetzgeber eben auch, dass wir solche Entscheidungen nicht im rechtsfreien Raum treffen können. Investitionen brauchen Planungssicherheit. Und deswegen ist dieses Urteil und kann dieses Urteil für uns auch Leitlinie sein für die Bewertung zukünftiger Technologien zur Erzeugung von Energie. Und sie wird uns insofern auch Leitlinie sein bei der Frage, dass wir bei unseren Entscheidungen auch berücksichtigen müssen, welche wirtschaftlichen Auswirkungen sie auf Unternehmen haben. Zum Verursacherprinzip, über das schon viel gesprochen wurde, aber insbesondere im Vorfeld der heutigen Debatte viel diskutiert wurde. Das Verursacherprinzip heißt und bedeutet, dass die Energieversorgungsunternehmen für die durch sie verursachten Kosten finanziell einstehen. Das sind Kosten für Rückbau, für Stilllegung, für die Verpackung der Abfälle, für die Zwischen- und auch die Endlagerung, die ja durch die Rückstellung gedeckt sind. So haben das ja auch externe Wirtschaftsprüfer, so hat das auch die KfK-Kommission beschieden. Zusätzlich vereinbaren wir einen Risikopuffer von 6 Milliarden, den wir den Konzernen abnehmen. Und wer sich die Bilanzen anguckt, wer sich Bilanzpressekonferenzen der Versorger anguckt, der weiß, 6 Milliarden sind eine ganze Menge Geld, und das bringt Sie und das bringt Einzelunternehmen an die Grenze der Leistungsfähigkeit. Das Verursacherprinzip ist aber eben auch nicht schrankenlos. Und das ist wichtig, es ist eben nicht schrankenlos. Die Energieversorgungsunternehmen können nicht für jede willkürliche Handlung der Politik zur Rechenschaft gezogen werden. Und deswegen sieht das Atomgesetz ja auch eine klare Beschränkung auf den notwendigen Aufwand vor. Und da kann ich doch nur an alle appellieren und uns auch gemeinsam beglückwünschen dafür, dass wir diesen KfK-Beschluss und das Gesetz heute verabschieden. Denn wollen wir ernsthaft die Debatte führen, ob ein sicheres Endlager zum notwendigen Aufwand gehört oder auch ein bestmögliches Endlager? Diese Debatte wollen wir doch nicht ernsthaft führen. Wir sind mit dem KfK-Gesetz einer gerichtlichen Auseinandersetzung um die Frage, was eigentlich notwendiger Aufwand ist und was die Konzerne am Ende von diesen Sonderschleifen, die wir da drehen, die gesellschaftspolitisch vernünftig und notwendig sind. Das ist gar nicht der Punkt drumherum gekommen. Und insofern ist das ein guter Beschluss. Es geht um die Haftung der Kommunen. Das wurde in den vergangenen Tagen noch mal heiß diskutiert. RWE und ENBW haben kommunale Anteilseigner. Und die Frage war, inwiefern werden sie auch enthaftet oder nicht. Ich glaube, man muss da mal eines sagen. Ohne das Gesetz ist es so, dass die Konzerne und auch die Energieversorgungsunternehmen bis zu dem Zeitpunkt haften, zu dem wir ein Endlager haben, gebaut haben, befüllt haben, versiegelt haben. Das ist mindestens mal bis 2100 der Fall. Davon können wir jedenfalls ausgehen. Nach dem jetzigen Gesetz enthaften wir die Konzerne und damit auch die Anteilseigner für den Bereich der Zwischen- und Endlagerung zu dem Zeitpunkt, zu dem sie den gesamten Anteil in den Fonds eingezahlt haben, zuzüglich des Risikozuschlages. Und wir können ja im Moment davon ausgehen, dass das bis spätestens Juli 2017 der Fall ist. Es ist also eine gute Lösung für die Kommunen. Auch hier zeigen wir, wir haben ein Herz für die kommunale Seite, meine Damen und Herren. Ich möchte eine Spezialproblematik ansprechen, über die wir uns in Zukunft noch mal verständigen müssen. Das ist das Thema Deponie und sofortiger Rückbau. Wir vereinbaren mit dem KfK-Gesetz, dass wir
gemeinsam die Verpflichtung haben, die Kernkraftwerke sofort zurückzubauen. In der Vergangenheit ist es so gewesen, dass es auch die Möglichkeit gab, Kernkraftwerke einzumotten, für eine gewisse Zeit Radioaktivität abklingen zu lassen und dann nach einem Zeitraum von beispielsweise 25 Jahren erst in den Rückbau einzusteigen. Wir wissen allerdings nicht, ob wir in 25 Jahren noch über das notwendige Fachpersonal verfügen, um diese anspruchsvolle Aufgabe zu bewerkstelligen. Insofern ist es richtig, dass wir uns für den sofortigen Rückbau als einzige Option aussprechen. Das heißt aber auch, dass wir Entsorgungswege für die konventionellen Abfälle offen halten müssen. 95% der Abfälle von Kernkraftwerken sind konventionelle Abfälle, die dann im Straßenbau verwendet werden oder auch auf Deponien gebracht werden, in dem Fall, in dem es sich um ganz leicht kontaminierte Abfälle handelt. Was heißt ganz leicht kontaminiert? Wir haben in Deutschland Strahlenschutz vereinbart, dass es einen 10 Mikrosievert Grenzwert gibt, der nicht überschritten werden darf. Einmal zur Einordnung. Wenn Sie nach San Francisco fliegen, dann bekommen Sie eine Strahlung von etwa 110 Mikrosievert. Wenn Sie eine normale Röntgenaufnahme Ihres Brustkorbs machen, dann liegen Sie bei 200 Mikrosievert. Es handelt sich also nicht ansatzweise um gefährliche Abfälle. Und ich bitte alle darum, dass wir unsere Lokalpolitiker, die Bürgermeister vor Ort, sehr unterstützen in der Aufklärung vor Ort, da nicht sozusagen Gefahren herbeizureden, die nicht existieren. Wir müssen da Transparenz schaffen, damit die Menschen uns auch vertrauen. Und da gibt es ja vor Ort auch viele gute Initiativen, Messwerte online einzustellen, sodass alles nachvollzogen werden kann. Liebe Kolleginnen und Kollegen von den Linken, ich will aber noch ganz kurz zu Ihrem Antrag Stellung nehmen, den Sie zu dem Gesetz auch einbringen. Und diesen Antrag können wir selbstverständlich einfach nur ablehnen. Sie gaukeln in Ihrem Antrag den Bürgern mehr Sicherheit vor, indem Sie den Energieversorgungsunternehmen vermeintlich 23,5 Milliarden nehmen. Übrigens, das sei mir schon erlaubt, so ganz schlecht können wir ja nicht verhandelt haben, wenn Sie die 23,5 Milliarden schon mal einstreichen wollen. Zusätzlich aber die Unternehmen unbegrenzt haften lassen wollen. Also das ist ja in etwa so, als würden Sie einen Bauer enteignen und ihn dann dafür verantwortlich machen, dass in 50 Jahren die Ernte nicht so gut ausfällt, wie Sie sich das vorher vorgestellt haben. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein, das können wir nicht mitmachen. Und deswegen müssen wir das ablehnen. Wir bringen mit dem KfK-Gesetz endlich Handlungs- und Finanzierungsverantwortung zusammen. Und so hat das Kollege Fuchs und Kollege Nüstern ja auch ausgeführt. Davon erhoffen wir uns erhebliche Beschleunigungspotenziale. Sie suggerieren mit Ihrem Antrag mehr Sicherheit, Sie schaffen aber mehr Unsicherheit für die Beschäftigten, weil diese nicht wissen, wie lange sie eigentlich noch nach ihrem Antrag zuständig sind, für die Eigentümer, weil sie nicht wissen, wann sie enthaftet werden und ab wann sie die notwendigen Gelder auch für andere alternative Technologien zur Verfügung stellen können. Sie schaffen aber mit Sicherheit eines, dass wir in Deutschland kein Endlager finden, meine Damen und Herren, und das wollen wir nicht. Wir wollen ein Endlager in Deutschland. Und ich will zum Abschluss sagen, was ich finde, was wir nicht machen dürfen. Sie schreiben in Ihrem Antrag von einer Bad Bank oder von Bad Banks der Energieversorgungsunternehmen. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen von den Linken, Sie diffamieren damit diese sehr anspruchsvolle Aufgabe. Diese sehr anspruchsvolle Aufgabe, Rückbau zu betreiben, die technologisch hoch anspruchsvoll ist. Wir müssen doch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Konzerne, der Tochtergesellschaften, die für Rückbau zuständig sind, dankbar sein, dass sie sich dieser Aufgabe annehmen. Wir sollten sie nicht beschimpfen. Wir brauchen ganz im Gegenteil eine große Werbekampagne für junge Leute, sich dieser Aufgabe zu verschreiben. Und ehrlich gesagt, wir sind in dem Bereich Technologieführer. Ich war vor kurzem auf einer Konferenz in Wien, wo wir zu dem Thema gesprochen haben und diskutiert haben. Deutschland ist Technologieführer im Bereich Rückbau. Und mein Wunsch wäre, dass wir das auch bleiben, dass wir unsere Kompetenz und unser Know-how nutzen, um das auch unseren Partnern, internationalen Partnern zur Verfügung zu stellen, um den Rückbau auch dort verantwortungsvoll und sicher zu gestalten. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bitte um Zustimmung zu unserem wirklich guten Gesetz.